Hallo meine Lieben, diese Art von Videos mache ich ja normalerweise überhaupt nicht. Deshalb hoffe ich, ihr habt ein bisschen Geduld mit mir, wenn ich jetzt ein bisschen unprofessionell wieder so in die Kamera reinquatsche und hoffentlich auch nicht den roten Faden verliere. Ich wollte euch einfach mal ein kleines Update geben, warum es keine neuen YouTube-Videos mehr von mir jetzt gab in letzter Zeit und ja, was generell einfach so ein bisschen los war. Weil ihr seid ja meine YouTube-Online-Freunde und ich will euch natürlich einfach auch mitnehmen. Also ich glaube, die letzten 2 Jahre waren für alle von uns eine sehr, sehr harte Zeit und leider auch die jetzige weltpolitische Lage ist gefühlt für so viele einfach eine noch größere Belastung. Und ja, also um ehrlich zu sein, bei mir sind dann auch so viele Sachen einfach auf einmal eingestürzt. Also 2 sehr, sehr liebe und mir nahestehende Menschen sind sehr schwer an Corona erkrankt. Das habe ich natürlich auch sehr stark ja, mitgenommen, muss ich sagen. Und ich habe dann auch sehr viel Energie reingesteckt, um einfach die auch wieder auf die Beine zu kriegen. Ja, und zu dieser Zeit habe ich eigentlich auch noch gleichzeitig für sehr, sehr wichtige Abschlussprüfungen lernen müssen und auch irgendwie mich dann durchgebissen. Und irgendwann war halt einfach auch das Fass voll. Ihr kennt es ja, wenn einfach das Limit erreicht ist, der Körper dann auch schon wirklich anfängt, einem ganz, ganz starke Signale zu senden. Und da war dann für mich einfach so ein Zeichen, so ein ganz klare rotes Alarmsignal da, okay, stopp, jetzt muss eine Veränderung her und du musst jetzt einfach ein bisschen runterfahren, auf den Körper hören, sonst ja, geht das ganze Schiff ein bisschen unter. Und deshalb musste ich auch jetzt mit YouTube mal eine kleine Pause einlegen. Ich hatte einfach keine Kapazitäten mehr, auch mir schöne, tolle Themen wieder zu überlegen für euch. Und das ist mir halt einfach immer so, so wichtig und ich kam einfach nicht mehr dazu und habe einfach gemerkt, jetzt muss ich einfach Schluss machen, sonst bringt es niemandem mehr was. Ich habe dann auch ein bisschen, ja, so generell nachgedacht, was mich auch in meinem Leben, was ich generell noch verändern möchte, wie es jetzt auch weitergehen soll, weil bei mir auch privat noch ein paar, 2 so große Veränderungen eingetreten sind. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, auch bei YouTube würde ich gerne einfach die Richtung ein bisschen ändern. Ich würde gerne, ja, einfach mal ein bisschen auch frischen Wind reinbringen. Und deshalb werde ich mir jetzt halt bis zum 1. September, also ich komme wieder, aber ich werde mir eine kleine Auszeit gönnen, einfach neue Ideen zu tanken und wieder tollen, wirklich neuen Content für euch zu kreieren. Deshalb schreibt mir sehr, sehr gerne eine Mail, die ist wie immer unten in der Infobox, habe ich die euch aufgeschrieben, oder ihr könnt gerne einen Kommentar da lassen, welche Richtung ihr euch gerne wünschen würdet oder welche Sachen euch jetzt fehlen oder bisher gestört haben, weil da möchte ich jetzt einfach auch, ich habe jetzt einfach Lust auf irgendeinen Neuanfang und deshalb wird das jetzt halt angepackt die nächsten paar Monate, dass auch alles wieder ein bisschen ruhiger wird, wieder Ruhe einkehrt. Und ich will jetzt noch gar nicht so viel verraten, weil es ist alles noch nicht ganz spruchreif, aber ich habe einfach ein paar Pläne, die jetzt endlich mal angepackt werden. Und ja, deshalb seid gespannt. Ab dem 1. September bin ich dann wieder zurück. Und abschließend möchte ich euch noch ein Zitat mit auf den Weg geben, das mir persönlich wirklich auch, das habe ich mir wie so ein Mantra vorgesagt in den letzten paar Monaten tatsächlich. Und ich hoffe, es gibt euch auch Kraft. Ich weiß, es klingt sehr klischeehaft, wie auf Instagram immer diese super motivierenden Sprüche und man denkt sich in diesem Moment nur so, ehrlich, mir ist jetzt nicht nach diesem Spruch, aber ich habe das ehrlich gesagt total zu lieben gelernt, weil mir das wirklich ja, irgendwie so einen Optimismus immer wieder verleiht. Und zwar der Spruch, der mir halt viel geholfen hat, war: It's not an obstacle, it's an opportunity. Und egal wie hart es manchmal scheint und man manchmal einfach den Sinn wirklich nicht versteht, warum manche Dinge passieren, und es gibt einfach anscheinend wirklich keine gute Erklärung dafür und nicht immer gibt es einen großen philosophischen Hintergrund, finde ich, hilft es einfach ein bisschen, dieses Licht des Lebens noch am Leben zu erhalten. Und ja, also mir hat es einfach Kraft gegeben, versucht einfach wirklich immer euch zu denken, okay, was kann ich daraus lernen? Was soll mir diese Situation lehren? Kann ich daraus etwas für mich mitnehmen und kann ich daran wachsen? Das ist einfach so das, was ich mir immer jetzt vorgesagt habe und das versuche einfach jetzt alles auch als Chance zu sehen. So, ich glaube, ich habe jetzt halt alles gesagt, was ich euch noch mitgeben wollte. Ich freue mich, wenn ich am 1. September dann wieder zurück bin und bis dahin bleib bitte fit und gesund und pass auf dich auf. Fiat die.